Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, in Dreamfall in Makuria. Wir sind gerade frisch angekommen mit der hübschen Zoe mit der neuen Frisur. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich hier rumlaufe und nicht der Krähe folge. Oder sagt sie mir dann, dass es die falsche Route ist oder sowas? Nein? Gut. Ich bin mega gespannt. Mir ist letztens aufgefallen, wir spielen ja Book 3 hier schon ein ganzes Weilchen lang, also... Okay, hier können wir wahrscheinlich einfach nur andersrum durch die Stadt laufen. Folgen wir dem normalen Weg. Gehen wir mal da hinterher, wohin die auch wollen, dass wir hinlaufen. Krähe, wir dürfen ja nicht Krähes Mühen und so weiter sich in Rauch auflösen lassen. Er will uns extra den Weg zeigen und wir biegen einfach andersrum ab. Das ist nicht in Ordnung. Oh, was geht mit dem Schatten hier? Der baut sich auf, während ich laufe, so nah vor mir. Moment. Shadow Distance 10 Meter. Hallo, was ist denn das hier? Was... Bitte. Was hältst du von meinem Rechner, hä? Haben wir genau im Hintergrund gesehen, wie sich die Schatten aufgebaut haben. Ich muss sagen, ich werde erleichtert sein, wenn sie endlich mit den ganzen Bauarbeiten fertig sind. Mir kommt es vor, als würden sie die Rohre seit Jahren installieren. Vor etwa einem Jahr ging es los, denke ich. Tja, das ist der Fortschritt. Auch für euch. Fortschritt ist nie leise. Wirklich? Ist das sowas wie ein Aphorismus? Muss es wohl sein. Klingt danach. Na, ich hoffe, das ist es wert, wozu auch immer die Rohre dienen. Bin ich der Einzige, der sie für echte Schandflecke hält? Fortschritt ist nie hübsch. Das ist kein Aphorismus. Das sagt nie jemand. Möglich wär's aber. Könnte gut sein. Also, tut mir leid, ich habe nicht alles mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, ist... Oh, was ist denn das? Das stinkt ja ganz schön. Fortschritt! Jawohl. Maschine. Sie ist mit den Rohren verbunden. Sieht steampunkig aus. Sehr retrofuturistisch. Ich habe absolut keine Ahnung, wozu die Dinger gut sind. Genauso wie ich, als ich es zum ersten Mal hier gesehen habe. Oh, steampunkig. Und sie gleich, hey, steampunkig. Wir kommen aus der gleichen Zeit, Zoe. Oh mein Gott, wir haben so viel gemeinsam. Ein Makuria. Schade, dass die Magischen die Altstadt abgefackelt haben. War ja zu erwarten. Diese Blutsauger wären nur froh geworden, hätten sie die Stadt geleitet. Stattdessen hat man sie aus der Stadt geleitet. Ein Glück. Regisches Rassiste, Parkmann! Sei froh, dass ich dir nicht von hinten den Hals aufschlitz, Herr! So. Wollen wir mal ganz schnell wieder runterkommen, bevor noch Schlimmeres passiert. Tagsüber sieht das so anders aus. Ich bin so verwirrt! Wo ist eigentlich Krähe? Warte. Whoop. Darunter die Straße, okay. Ich will wissen, ob auch Zoe irgendwo was zu sagen hat. Glänzende Asadi-Maschinen. Ich erinnere mich, dass ich welche gesehen habe, als ich das letzte Mal hier war. Aber jetzt scheinen es viel mehr zu sein. Die Asadi erinnern mich an das Ei. Stimmt. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. An die Verbindung habe ich noch gar nicht gedacht. Darf ich hier durch? Lol. Okay. Ich dachte, sie würden mich vielleicht davon abhalten. Da ist wieder Onor Hilleris, der schmierig aussehende Typ. Diese Rohre sind überall. Ich bin sicher, dass es sie letztes Mal hier noch nicht gab. Das Herbstfest? Ich habe gehört, dass die Leute vom Erntemond reden. Das muss alles Teil der Erntefeierlichkeiten sein. Ah, ich finde, es sieht so schön gemütlich aus. Neben dem Haus, die Leute sitzen am Tisch im Garten. Lassen sich ihr Essen schmecken. Man kann ja sehen hier in den Schalen, was sie alles so zum Essen haben. Nämlich nichts! Nee, aber wirklich so von der Lichtstimmung her und so finde ich das gerade voll schön. Vor allem draußen ist es gerade auch heute wieder so warm. Ich könnte mich auch gerade richtig schön raussetzen. Bisschen grillen. Ah, das wäre jetzt toll. Vor allem so etwas abgelegener in einem Hinterhof, wo man seine Ruhe hat und ordentlich was abfackeln kann. Also halt grillen kann. In Ruhe abfackeln. Nee! Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Das fremde Aroma? Riecht ihr es nicht? Puh. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Mir gefällt ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Ja. Nice, die haben auch so besondere Namen. Vielleicht noch mehr Patreon-Supporter. Die Leute sehen recht freundlich aus.
Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Ja, was ist mit ihnen passiert? Ich sagte ihnen... Stefan Heidenberger, hört auf nice. Jene tapferen Leute. Nettes eure Verwandten, Ding. Sagte ich. Braver Junge. Menschen oder vom Magischen in die Knie gezwungen. In den Bankrott getrieben. Wow, es macht den Mund auf. Verderben. Einfache. Okay, ich lasse den einfach mal reden. Wir haben ja schon von Ona Hilleris die Rede auch schon mal gehört. Brauchen wir nicht nochmal. Hallo, warum bist du hier stehen geblieben? Mit Krähe bei mir fühle ich mich besser. Auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Nicht, dass ich behaupten wollte, er sei nutzlos. Nein. Und, was hast du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, Krähe? Wie ich schon sagte, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, bin ich in Zadia aufgewacht. Ich erinnere mich nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich habe eine Zeit lang von der Schwinge in den Schnabel gelebt, verkleidet als gewöhnlicher Kakadu. Lief nicht so gut. Ich hasse andere Vögel, wirklich. Flatternde Spatzenhirne. Furchtbar. Schließlich habe ich Hilfe gefunden und mich nach Makuria mitnehmen lassen. Dann bin ich ins Journeyman gezogen. Dann kamst du. Dann sind wir beide ins Abenteuer aufgebrochen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Wo hast du abgehangen? Im Koma, die meiste Zeit. Oh, das klingt nett. War es denn nett? Ich würde es nicht weiterempfehlen. Nein. Wo hast du denn abgehangen? Im Koma war schon ziemlich fette Party da in meinem Kopf. Woanders kann sie auch nicht stattfinden. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Macht das Leben ein bisschen berechenbarer. Psch. Ihr wisst nicht, was ihr da redet. Ich slapp dich. Wie bitte? Das ist, als würdet ihr sagen, ihr seid froh, dass es keinen Wind mehr gibt, der euch frösteln lässt. Ganz genau. Oder kein Wasser mehr, in dem ihr ertrinken könnt. Inwiefern soll Magie mit Wind und Wasser vergleichbar sein? Magie ist Wind und Wasser, Erde und Gras, Sterne und Klang und Licht und Leben. Magie verbindet alles miteinander. Ohne Magie gibt es nur nichts. Ich wollte ja bloß sagen, dass ich glücklicher bin, sobald es hier keine Zauberei mehr gibt, die alles verpfuscht. Habt ihr mir überhaupt zugehört? Ja, ne? Schon gut, ich geb's auf. Oh mein Gott. Die Leute wissen gar nicht, was sie tun. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Findest du? Der Typ sieht etwas sehr extravagant aus. Hallo. Da hocken noch mehr auf den Terrassen. Wo ist Krähe hin? Schon bereits weiter geradeaus. Okay. Also was haltet ihr von diesem Kerl Hilleris? Die ganze Stadt ist mit seinem Gesicht zugepflastert. Bis vor kurzem hatte ich nie von ihm gehört. Er ist Anwalt, stimmt's? Guten Tag. Der Typ von der Nationalen Front? Bei meiner Ehre? Wer so scharf darauf ist, an der Spitze der Stadtwache zu stehen, führt nichts Gutes im Schilde. Und ich finde, er ist zu sehr gegen Zauberei im Allgemeinen. Aha. Ich meine, ein bisschen Zauberei hat noch nie jemandem geschadet, oder? Spielt doch gar keine Rolle mehr. Es sind kaum noch Magische übrig. Da haben die Asadi ganze Arbeit geleistet. Auf den Inseln sind sie besser dran. Ich habe gehört, sie würden ins Südland umgesiedelt. Noch besser. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dort können sie friedlich mit ihresgleichen leben. Das Nordland den Menschen, denke ich. Ihr seid also ein Unterstützer der Nationalen Front? Vermutlich. Leuchtet mir ein. Klar, warum nicht? Ich werde für Hilleris stimmen. Schätze, er ist doch ein verlässlicher Kerl. Werdet ihr wirklich zur Abstimmung gehen? Ach, ich bezweifle es. Ich meine, wer hat schon Zeit dafür? Okay, interessant. Also gut, mal abgesehen davon, dass da doch auch der eine für die Nationale Front stimmen wollte. Hier hat man auch nochmal schön gehört. Also so Nebengespräche finde ich echt gerade ziemlich gut gemacht. Weil, nochmal unterstrichen, schau mal, die Leute wissen wirklich nicht, wo sie die Magischen hinbringen. Sie denken, genauso wie der kleine Junge, den wir kennengelernt haben, der mit Kieren abgehangen ist, der kleine blaue Junge, der hat auch gedacht, ja, das ist doch nur entweder Umerziehungscamp oder da wird es denen doch besser gehen. Die wissen alle gar nicht, was da wirklich abgeht. Einerseits und andererseits, so schlimm finden Magie nicht mal alle. Es ist nicht schwarz und weiß, es sind vor allem die Asadi und natürlich gibt es auch ein paar rassistische Leute, so wie da oben, die eine Frau, dafür dann die andere, die halt nicht so getrimmt war. Und hier die Leute auch so, ja, aber so ein bisschen Magie ist doch eigentlich nicht schlimm.
Also vielleicht können wir einen Aufstand anzetteln, damit endlich mal ein bisschen Anstand reinkommt. Fröhlichen Erntemond! Seid ihr aus dem Osten? Leute kommen von nah und fern, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Willkommen in Mercuria! Hallo! Hallo! Mir gefällt ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Okay, ich werde jetzt nicht jeden Zentimeter der Stadt ablaufen. Aber wir können uns schon hier so ein bisschen umgucken. Es ist gut zu sehen, dass Besucher wie ihr noch in die Stadt kommen, trotz der Unruhen. Die Sache mit den Magischen? Beschämend. Das ist es nicht, was diese Stadt ausmacht. Ja, siehst du, nicht alle. Puppenspieler, das sind sie. Die abgesandte Ramman genauso. Hilleris gehört ihnen. Bloß eine Marionette. Sobald er gewählt ist... Es ist Erntefest. Können wir das nicht genießen wie ganz normale Leute? Während die Asadi planen, uns alle zu versklaven und die Welt zu zerstören? Wohl kaum. Die Yamswurzeln sind dieses Jahr besonders lecker. Wirklich? Kannst du einen bestimmten Stand empfehlen? Es gibt da diesen hübschen, rustikalen Stand in Hohenhall, betrieben von einem sehr freundlichen Bauern aus... Marionetten. Mehr sind wir nicht. Dreckige Marionetten. Diese Themenwechsel. Denkst du nicht, dass er... Oh Gott, er wird uns nicht... Die Asadi werden uns alle kontrollieren, oh mein Gott. Findest du nicht diese Yamswurzeln lecker? Ja, wo könnte der nächste leckere Stand denn dafür sein? Das wäre echt toll, wir sind alle Marionetten. Oh Gott, sie haben alles durchschaut. Aber trotzdem, gut zu hören, nett zu hören, interessant, interessant. Sind doch mehr Leute gegen die Asadi als erwartet. Man sieht schon, sie kochen sich gegenseitig auf hier. Guten Tag. Wiedersehen. Okay, wollen wir mal jetzt Richtung... Ich denke, oh, die Stände sehen noch hübsch aus, aber nach dieser Station hier werden wir wahrscheinlich sehr schnell dorthin gehen, wohin wir wollen. Was kannst du mir über Mercuria erzählen? Was hat sich verändert? Nicht viel. Sie haben die Altstadt niedergebrannt. Die Asadi haben überall Rohre verlegt. Es gibt tausende Ratten. Die habe ich gesehen. Was machen sie denn damit? Sie als kleine Haustiere halten, denke ich mal. Nicht die Ratten, die Rohre. Gymnastik? Was? Rohre für Gymnastik? Das macht doch keinen Sinn! Sie bereiten irgendeine große Party vor. Jede Feier, bei der hohe Heuhaufen in Brand gesteckt werden, muss ein Riesenerfolg werden, denke ich. Sieht so ein bisschen aus wie die Rattendame, die wir besucht haben. Oder eine von ihrer Rasse. Oh man. Oh, lecker Marmelade? Ich mag Feste. Wenn ich nach der Rettung der Welt Zeit habe, komme ich zurück, esse Brote mit Marmelade und tanze um die Feuer. Hey. Yay! Oh, aber oh, die Stände gab es vorher noch nicht. Die sehen echt hübsch aus. So ein bisschen magische Marmelade wäre jetzt schon nice. Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Ja, das wissen wir ja schon mittlerweile. Hallo? Habe ich euch eben mit einem Vogel sprechen sehen? Nein! Das solltet ihr nicht, wisst ihr? Zauberei! Überall sind Leute von der Nationalen Front und die verpfeifen euch. Oder Schlimmeres. Okay. Ich dachte, hier wären viel größere Mengen an Leuten so negativ getrimmt. Nicht nur die Nationale Front, aber scheinbar ist es vor allem oder vielleicht sogar tatsächlich nur die Nationale Front, die so richtig krass orientiert ist und alle anderen fühlen sich eher unterdrückt. Ich bin ganz gespannt darauf, ihr neumodisches Rohrnetz in Betrieb zu erleben. Wann findet diese Zeremonie nochmal statt? Oh. Nächste Woche, oder nicht? Sie wollen, dass es mit dem Erntemondfest zusammenfällt. Kluge Planung, dann feiern wir diese ganze Rohreinschaltsache gleich mit. Was soll das alles überhaupt? Weiß irgendwer, wozu die Rohre gut sind? Tja, sie sollen überall für mehr Effizienz sorgen. Stimmt's? Einfach mehr Effizienz. Im Allgemeinen. Was sollen sie effizienter machen? Und wie? Ja, Effizienz eben, wie... keine Ahnung. Warum fragt ihr mich? Ganz genau. Ich bin kein verdammter Techniker. Ich bin bloß gespannt auf die Zeremonie. Ganz genau. Ihr wisst alle nicht, wozu die Dinger gut sind. Oh, okay, also ungefähr in einer Woche mit dem Erntemondfest sollen diese Rohre, sprich der Untergang dieser ganzen Geschichte hier eingeleitet werden. Hoffentlich können wir davor noch etwas erreichen.
Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Hey, es ist weich. Ich dachte, es wäre hart wie ein Schildkrötenpanzer. Jetzt will ich es auch anfassen. Nettes Ding. Braver Junge oder braves Mädchen. Was war die andere Dialogzeile? Hey, es ist weich. Nettes. Hey, es ist weich. Nein! Ich dachte, es wäre hart wie ein Schildkrötenpanzer. Mir gefällt ihr Stil. Okay. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Gut. Schauen wir uns mal nicht näher um, aber ich nehme alles mit, was noch auf dem Weg ist. Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest ist immer eine tolle Zeit für mich. Jede Menge Kunden. Auch wenn die Bauern knauserig sind. Sie bringen ja ihre eigene Verpflegung mit in die Stadt. Dagegen sollte man wirklich was unternehmen. Wie? Ich meine, Bauern bringen eben Lebensmittel in die Stadt. Das machen sie nun mal. Das gehört zum Bauerndasein. Ja, aber trotzdem. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich meine, darum geht's doch bei dem ganzen verdammten Fest. Bauern ernten ihre Feldfrüchte, bringen die Erzeugnisse in die Stadt, verkaufen sie und in der Erntemondnacht genießen wir alle das Erntefest. Ich weiß, aber naja, ist es wirklich das, was wir von diesen Bauern wollen? Nun, ja, das ist es. Die dreckigen Kaufmänner wollen den Gewinn komplett bei sich unter den Nagel reißen, wollen nicht mal die Lebensmittel einfahren lassen, sodass sie halt selbst ihren Kram besser verkaufen können. Na, Krähe? Was meinst du? Und wo sollen die Rebellen sein? Soweit ich gehört habe, wurden sie aus Makuria vertrieben, nachdem die Altstadt bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Es müssen doch noch welche da sein. Wenn der Widerstand noch aktiv ist... Du solltest wahrscheinlich nicht so laut vom Widerstand reden, Zoe. Hast recht. Ja. Hübsche Statue. Bei Tag ist es alles noch schöner und farbenfroher. Nur, wirklich? Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit jetzt, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Teller halt tatsächlich leer sind. dass die Becher auch leer sind. Ich weiß nicht, rechtzeitig fertig bekommen soll. Petrus hat seine Arbeitskollegen zu uns zum Essen eingeladen. Lass ihn doch das blöde Essen kochen. Es ist Erntefest. Ich werde mir von ihm nicht meinen guten Ruf ruinieren lassen. Nein, ich werde einfach so viel Apfelwein anbieten müssen, dass keiner sich mehr an das Essen erinnert. Hervorragende Idee. Können wir auch kommen? Oh, was machen jetzt noch zwei weitere Personen aus? Aber bring was mit. Mehr süßen Apfelwein? Perfekt. Okay, dampfen wir ab. Es wird langsam Zeit. Ich nehme jetzt nicht alle Gespräche hier am Tisch mit. Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Okay, alle, die so einen eigenen Namen haben, führen kein Gespräch. Ich wollte noch mal näher hingucken, weil das Kleid, also das Outfit ist hier so hübsch. So schön anders gefärbt als die anderen. So, gut. Ist es an der Zeit, dass wir reingehen? Zum Rooster in Dikitin. Ich gehe rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Oh, lecker, vorzüglich, eine knusprige Brotrinde. Geh rein, Gott. Vielleicht sprengen wir noch kurz ein Loch ins Dach, damit die liebe Krähe noch reinkommen kann. Jawoll! So, ich bin so gespannt wegen dem Asadi jetzt hier. Weil wir haben ihm ja, finde Weg, Kontakt aufzunehmen, Rebellen, genau, wahrscheinlich mit einem Gastwirt jetzt hier gleich. Aber das wollte ich noch kurz sagen. Hier war ja der eine Asadi, also der eine Handwerker, dem wir die Werkzeuge entnommen haben und dann zu den Rohren gegangen sind. Ich hatte nämlich nicht vergessen, dass wir die Werkzeuge noch zurückbringen müssen. Ich habe nur gedacht, dass wir die Sache mit den Rohren auschecken gehen und dann die Werkzeuge zurückbringen können. Ich habe gedacht, das würde noch gehen. Ich dachte, wir hätten dann nochmal einen kleinen Zeitrahmen, wo wir uns dann noch bewegen könnten, nachdem wir den Besuch dort abgestattet haben und alles. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich sofort abschneiden wird, deswegen vergessen habe ich es nicht. Nur, ich habe nicht eingeschätzt, dass sie,
uns keine Chance mehr geben werden, die Sachen abzugeben. Aber umso besser. Bin ich sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Vielleicht werden die Asadi sogar hier sein Gasthaus niederbrennen, weil hier bei ihm unter seiner Aufsicht die Sachen verloren gegangen sind. Oh man. Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was? Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Sag was, sag irgendwas. Wir kommen aus dem Osten. Jetzt wünschte ich Osten. Ganz weit aus dem Osten. Von dort, wo die Sonne aufgeht. Das habe ich mich immer schon gefragt. Ich bin selbst nicht weit nach Osten gekommen. Wie sieht das aus, wenn sie aufgeht, die Sonne? Sie ist riesig. Man merkt gar nicht, wie groß sie ist, bis man sie von nahem sieht. Oh, das würde ich mir eines Tages gern selbst ansehen. Vielleicht reise ich hin, wenn ich mich zur Ruhe setze. Wie heißt das Land, aus dem ihr kommt? China. Nie davon gehört. Aber ich werde es mir notieren. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Kneipierismus. Zu trinken? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. Bier. Zum Bier? Aussage Bier. Bier! Einfach Bier! Mehr müssen wir nicht wissen! Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Nein, kühl und prickelnd, weil dir warm ist in der Kleidung. Kacke auf die Leute, ich will was Kühles und Prickelndes. Ah. Die Kleidung, habt ihr was Kaltes, Sprudelndes? Kalt. Sprudel? Was, das wird Auswirkungen haben? Mein Bier ist warm, schal und bitter. Davon könnt ihr ein Glas haben. Ich, sicher, ja. Warum nicht? Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Nope. Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und, naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht, nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Aber wie? Ich bin sicher, dass dieser Ort... Vielleicht hat er recht. Vielleicht versucht er, mich auch nur loszuwerden. Ich kann mich ein wenig umsehen und später zurückkommen. Ja, sagen wir mal richtiger Ort. Ich bin sicher, dass... Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, dass ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Ich frage mich, ob die Asadi in Makuria immer noch so präsent sind. Tja, sieht so aus. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmenschen und mehr... Rohrleitungen. Oh, wir können so viel fragen. Es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ein paar erklärende Worte wäre nicht schlecht. Okay, das können wir uns schon denken. Drachen? Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen lassen. Stimmt, das habe ich mich wirklich gefragt. Das würde ich gerne zuerst wissen. Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind... was Traditionelles. Aber
man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Oh, ja. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Interessant. Ich frage mich, ob... Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute, nichtmenschliche Leute. Wo sind die? Er hat etwas von einer Zeremonie am Turm gesagt. Jawohl, das würde mich auch noch interessieren. Die Zeremonie, die irgendwie diese Rohre einleiten soll, genauso wie das Erntemondfest zum Abschluss. Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Makurier keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal hier war. Ja, Cock and the Puss oder sowas. Was hat er dazu zu sagen, zu der Umbenennung? Auf diese ganze Zeremonie bin ich schon auch gespannt. Ich habe mir schon gedacht, bestimmt wegen dem Fest. Die machen das am Tag vom Fest, damit alle Leute direkt beieinander stehen und dann wollen sie alle auf einmal beeinflussen. Irgendwie sowas sicher. Diese Kneipe, war das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet. Damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist... wie meine Kundschaft mich sehen soll. Familientauglich mit den ganzen Asadi hier drin, die rumhocken. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens anderthalb Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Diese Effizienz. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Stimmt, jetzt erst erinnere ich mich, dass wir das letzte Mal im letzten Dreamfall-Teil hier waren. Da waren noch so lauter so Gerüste an dem großen Turm, weil er gerade noch gebaut wurde. Okay, zum Erntemond wissen wir jetzt Bescheid. Mit den Magischen wissen wir auch. Die wurden alle nach draußen verfrachtet. Die Asadi sind immer noch hier. Das sind alles Punkte, die wissen wir jetzt. Die anderen Sachen haben mich noch interessiert. Das waren extra Infos oder ein paar Details noch, die ich wissen wollte. Jetzt die Rebellen. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat... muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Hoffe ich auch. Frage geschickt, Zoe. Was wisst ihr über den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellen, die Rebellenbewegung. Den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür, sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt.
Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Oh, warte, war das nicht der eine auch von den Rebellen? Die Schmiede an den Grünanlagen. Oh, und schon ist er weg. Oh, man. Hallo? Ich trinke jetzt seit dem Mittag, vor 4 Tagen. Wisst ihr, ich bringe mich in Stimmung fürs Erntefest. Ohne Sauferei kein Erntefest, würde meine liebe alte Oma sagen. Yay! Okay, dampfen wir ab. Müssen nicht alle Gäste hier ansprechen oder so. Wird Zeit, dass wir zur Schmiede gehen. Wir haben wahnsinnig viel Background-Information bekommen jetzt. Ich nehme schon eine halbe Stunde oder so auf und ich habe fast nur Dialoge durchgesprochen in den Straßen, bevor wir hier im Rooster in the Kitten angekommen sind. Und ich könnte wahrscheinlich nochmal so lange mir Dialoge anhören, weil es einfach so viel zur Verfügung steht dort. Oh, er ist weg? Okay. Krähe! Oh, er ist doch nicht weg. Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge. Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Ominorek! Ominorek. Nice. Die Schmiede bei den Grünanlagen. Wo zum Teufel sind die Grünanlagen? Keine Ahnung. Muss ich vielleicht gleich nochmal auf eine Karte gucken. Aber ich wollte, vielleicht dort, wo die Feststände sind, ich wollte gucken. Ah, okay, alles klar. Ich wollte gucken, wie es hier mit dem Durchgang aussieht. Einfach zugebrettert. In Ordnung, also nichts hier. Hallo, bitte lassen Sie mich durch. Die Asadi erinnern mich an das Ei. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. So, zeig mal das hier. Die Grünanlagen. Ist es da dabei, da, also das ist das Einzige, genau dort, wo grüner ist, dort, wo die Feststände stehen, genau wie ich gesagt habe, mit dem, mit diesem, in der Mitte mit dem Baum, mit dem Turm, mit dem Ding. Schigidi schwa, alles klar. Gut, dann sprint ich mal kurz darüber. Was soll's, Gelle? Oh, ich sehe einen Wetzstein. Ist das eine... Nö, ich glaube nicht. Oh, ah, bitte lass es hier sein. Ich sehe, oh, ah, Smithy Green. Ah, jawohl, da war wieder ein Wetzstein. Oh mein Gott, es war doch hier bei den Grünanlagen. Ich habe nur nicht, ich habe um die falschen Ecken geguckt. Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Nein, natürlich nicht. So, hier hat er schon ein paar schöne paar Zäune hergestellt, um die Leute einzupferchen. Hallo? Hallo, ich bin hier wegen der Bibliothek? Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Einfach so zu einer fremden Person, die nicht mal antwortet.